herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, noch immer treiben wir hier im Wasser rum. Wir sind hier auf einer Privatinsel, die scheinbar super gut gesichert ist. Und sollen hier eine Verbindung. Die Zielperson ausschalten, Sergeant, hinterher. Auf dem Weg. Ich muss ihn ganz kurz den Kopf wegschießen. Eine Bucht mit vier aufblasbaren Schlauchbooten. Ein Vogel in der Nähe des Oststrandes. Kaum wachen. Wir können keine Evakuierung riskieren. Schalte sie aus. Verstanden. Kein Entkommen. Eine Verbündete von Makarov. Ich schwimme mal kurz hier rüber und hol mal den Typen noch. Ich weiß nicht, ob wir das machen müssen, aber ich hab Spaß dran. Nein. So. Und dann können wir ja gerne von... Ja, jetzt können wir auch hier hoch. Ist ja eigentlich auch Jacke wie Hose, wobei da oben steht einer. Der könnte uns... Die Wachen am hinteren Perimeter ausgeschaltet. Der könnte uns gefährlich sein. Niemand darf rein oder raus, Ghost. Verlass dich drauf. Keine Zeit für eine Bootsfahrt. Kein schlechter Ort, um mal angeln zu gehen. Runter von dem Boot, Johnny. Ich sag's ja nur. Das ist ein Scharfschütze, ne? Fuck! Ich dachte, da wäre ein Schall... Komm, wir machen das nochmal. Ich hab gedacht, da ist ein Schalldämpfer drauf, ich hol Birne. Sorry. Mein Fehler, Jungs. Alle nochmal auf Position. Ich spring nochmal schnell ins Wasser. Und dann werden wir nochmal reingehen. Ich verfolge den Standort unserer Zielperson. Das Signal ist schwach, aber wenn er sich bewegt, aktualisiert sich sein Standort. Okay. Ich sichere den Bereich. Der ist weg. Weg. Viel Glück, Lieutenant. Ja, das werden Sie brauchen. Von hier den zu töten macht wenig Sinn, ne? Suche den Strand ab. Nach der Auskundschaftung der Insel ließ Shadow Vorräte zurück. Halte Ausschau danach. Verstanden. Könnten sich als nützlich erweisen. Aber wie soll ich das unbemerkt hier alles machen? Flasche? Nein! Meine Blendgranate wieder her. Laswar, stehst du mehr auf Berge oder Strand? Muss ich mich entscheiden. Von jedem etwas. So ist das richtig, Laswar. Watcher, Fluchtfahrzeuge am Perimeter bestätigt. Wie viele? Es gibt eine Bucht mit vier aufblasbaren Schlauchbooten. Einen Vogel in der Nähe des Oststrandes. Kaum wachen. Wir können keine Evakuierung riskieren. Schalte sie aus. Verstanden. Kein Entkommen. Bist du braun oder gleich rot, Lieutenant? Ein makelloses Bronze, Johnny. Bräunungsstreifen um die Augen. Natürlich. Und da oben ist irgendwo einer, der macht mir ein bisschen Sorgen. Ich kann ihn ja nicht mal abknallen. Ohne dass es vielleicht ein bisschen brenzlig wird für mich. Dann sehen wir mich gleich. Hinteren Perimeter ausgeschaltet. Sabotiere alle Boote und Fahrzeuge. Niemand darf rein oder raus, Ghost. Verlass dich drauf. 7-1, Feindkontakt auf dem Dock. Auf der Insel wimmelt es von Connie. Mach sie fertig, Johnny. Mit größter Freude. Denn bei sowas wie Hütten, wie würdest du sie nennen, Watcher? Ich glaube, das sind Cabanas, 7-1. Nichts übrig für den Strand, Johnny? Ich bevorzuge Schnee, Lieutenant. Ski oder Snowboard, Soap? Snowboard. Snowboarden ist für unzivilisierte Johnny. Nein, gib mir meine Waffe wieder. Schneemobil. Verbrennungsmotor. Sache erledigt. Kann ich nicht widersprechen. Ich hab ein bisschen... Unsinn, Soap. Zeit zum Arbeiten. Ich hab ein bisschen... Nicht nein. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich gesehen werde. Boote erledigt. Knöpfe mir den Heli vor. Gute Arbeit, Ghost.
Warum sind die so aufgebracht? Was haben die wieder gesehen? Sichere eine Kabane. Herzschlagsensor. Nachtsichtgerät. Hier wird schon wieder nach mir gefahndet. Alle Einheiten im Umkreis sind ausgeschaltet. Keine Aktivität. Verstanden. Bleib an deiner Position und sichere sie. Gehe hinein. Such nach allem, was wir gebrauchen könnten, Soap. Ich habe nachgeforscht. Die Zielperson heißt Nestor Gustav. Sag seiner Familie, sie soll nicht mit dem Essen warten. Gehe raus. Verstanden, ich sehe dich. Du bist in der Nähe. Verstanden. Ach du Scheiße. Er hat zwei Conny bei sich. Besser als drei. Schalt ihn alleine aus, wenn es geht, Johnny. Einfach wieder Tür zu. In Ordnung. Begebe mich nach draußen. Verstanden. Was wissen wir über Mark und Milena? Seit wann kennen die sich, Watcher? Makarov ist ein alter Bekannter ihres Mannes. Was ist passiert? Er ist ins Messer gelaufen. 9 Mal. Sie haben dich entdeckt. Und ist das jetzt gut oder schlecht? Roger. Gustav nimmt die Treppe. Bestätigt. Sie haben dich erstmal verloren. Steigklemme gefunden. Könnte nützlich sein. Die Person ist beim Brunnen, Soap. Geht klar. Mal auf den, Nachtsicht umschalten. In einem Gebäude. Wo zum Geier bin ich denn jetzt? Durchsuche die Höhle auf der Westseite. Habe dort keine Sicht. Werde Aktivität draußen melden. Ernsthaft? Aber nur minimal. Noch einen davon. Warum sah der aus wie ein Terrorist?
Thermogranate. Bin draußen. Du bist in Sicherheit. Du kommst ihm näher. Okay. Ziel ausgeschaltet. Gute Arbeit, 7-1. Schnapp dir seinen Funkschlüssel. Aber den Funkschlüssel. Gute Arbeit, 7-1. Das Terminal ist in einem Bunker in der Nähe. Geh mit dem Schlüssel dorthin. Ich mach mal die Tür wieder zu, nicht, dass du anfängst zu frieren, ne? Weil es wird jetzt definitiv kälter für dich. Da so auf dem Boden, du wirst doch blau, vielleicht bist du dann ein Eismensch, bla bla, ne? Du weißt Bescheid. Okay, ich meine, ich war ja so unauffällig, dass hier alle tot sind. Also wenn man es genau nimmt, war ich tot, unauffällig. Ach, Wechselausrüstung will ich doch gar nicht. Bunkertür öffnet sich. Verstanden. Saubere Arbeit, 7-1. Betritt den Bunker und greif mit dem Schlüssel aufs Terminal zu. Oh, ui. Wollen wir den mitnehmen? Der ist wahrscheinlich nützlicher als, Wo sind die denn hergekommen? Hätte doch eine Granate reinschießen können, oder? Scheint an alle, sauber. Bin im Bunker. Bestätigt. Greif auf Terminal zu, Soap. Kann einer die Tür zumachen so lange vielleicht? Okay, das Terminal fährt hoch. Gute Arbeit, Soap. Ich sehe mehrere Konten, Banken, Bankleitzahlen. Ein Anfang ist aber alles biometrisch gesichert. Abhörung zeigt mehrere Anrufe aus dem Haupthaus. Milena muss drinnen sein. Wir brauchen Gesicht, Augen, Fingerabdrücke. Verstanden. Soap, treffen beim Anwesen. Wir holen uns alles Milena mit. Lebend. Conny wird Milena bis in den Tod beschützen. Also bis in den Tod. Los geht's, Lieutenant. Finger, Augen, bring ich alles mit. Gesicht, ich bring alles mit. So. Aber schön haben sie es hier. Also da könnten sie mich fast mit überzeugen, die Seite zu wechseln. Hier gibt es wieder eine Kiste. Was ist denn das? Eine Schrotflinte mit Schalldämpfer oder was? Ernsthaft? Alter, stell dir vor, das ist deine Insel. Das ist doch Luxus pur hier. Da denkst du dir doch auch so, puh, ich bin gerne Verbrecher. Nicht mehr. So. Wo ist denn das Haupt? Ach, das ist das Haupthaus. Natürlich. Das kleine Ding da auf dem unauffälligen Hügel ist das Haupthaus. Hätte mir auch klar sein müssen. Oh, hier mit Disco-Show und so. Ich werd bekloppt. Schlag mir noch mal eine Axt ins Knie. Die haben hier ja echt alles. Der wohnt im Urlaub. Wer bewegt
Stotter. Rückzug. Die kommen hier Tatsache mit irgendwelchen Drohnen. So Kamikaze-Drohnen. Boah, da kommt schon wieder ein Schwarm. Mit Sniper, die haben hier alles. Das ist ein, der wohnt in einem gesicherten Urlaub. So ein Ding ist das. Und jetzt habe ich natürlich meinen Sniper nicht mehr. Prima. Ich würde sagen, das war nicht schlecht. Wo ist denn hier so eine scheiß Munitionskiste? Wir hatten doch irgendwo eine, oder? Aber wo? Hier war, glaube ich, eine, ne? Nee, da unten. Alle, ja. Und ab. So. Gefühlt habe ich an jedem Stand meine Munition aufgefüllt. Und dennoch hat sie nicht gereicht. Man muss aber auch dazu sagen, die haben sehr viel gepanzerte Sachen, ne? Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo mein Scharfschützengewehr ist, wo habe ich das denn hingelegt? Da oben drin? Ich glaube, da oben drin, ne? Ah, sag ich doch. Dann könnte ich vielleicht diese Drohnen vom Himmel schießen. Oder eben auch nicht. Aber wo ist der Penner, der von da auf mich geschossen hat? Drohne abgeschossen! Sie sind an dir dran, Soap. Warum? Okay, die Drohnen machen keinen Sinn. Du hast sie abgehängt, Soap. Wie viel Sinn macht das, was ich hier mache? Drohne ausgeschaltet! Ah, das ist doch so ein bisschen Hydra, ne? Sie sind alarmiert. Für jede Drohne, die ich kaputt schieße, kommen 6 neue. Verloren. Drohnen abgeschossen. Schießt er von da oben mit einer Schrotflinte auf mich? Auf der ganzen Insel herrscht höchste Alarmstufe. Eine Drohne weniger.
Nova telefoniert von ihrem Büro aus. Ich habe das Signal abgefangen. Wir sollten mithören. Moment. Wer greift auf das Terminal zu? Findet Gustav. Sofort. Gustav ist auf unbestimmte Zeit verhindert. Achtung, Milena ist besorgt. Sie liebt das Geld. Gut, das können wir für uns nutzen. Ich treffe gar nichts hier. Kann nicht sein, ich treffe mit dem Ding gar nichts. Ich bin mit jeder Pistole Schrotflinte besser. Kaum sage ich's und es läuft. Dass man immer erst meckern muss. Komm. 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 Danke. Der war gut, komm. Der war nicht schlecht. Für den Schuss werde ich wahrscheinlich bald Post von der Bundeswehr bekommen. So, lass uns weiter vorrücken. Oh, ich würde das Haus hier super gerne nehmen. Aber leider muss ich gestehen, mir ist das ein bisschen zu klein. Ich vermisse da schon so ein bisschen die Kleinigkeiten, ne? So, es ist ein bisschen zu viel Wasser. Es ist ein bisschen zu viel Soldaten. Bei allen Heiligen. Was ist denn los, Johnny? Diese Garage ist wie ein verdammtes Automuseum. Heirate eine Oligarchin mit eigener Insel und du kannst auch eins haben. Wenn wir mit ihr fertig sind, wird Milena nicht mehr heiraten zumute sein. Also, wer der hier oder sogar der hier oder der, gut, der geht sogar noch in schwarz, dann würde ich sie heiraten, aber in der Farbe, puh, das, ja, nee, das ist nicht ganz so meins. Kuckuck. Billardtische mit rotem Tuch finde ich auch immer gleich. Sieht viel, viel nobler aus. Ich gehe mal durchs Fenster. Kann ich in so eine Kugel an der Birne schmeißen? Haupthaus, gehe rein. Verstanden. Ja, schrei doch noch mehr. Nicht Kontakt verlieren. Okay, wo ist Romanova? Verschanzt in ihrem Büro. Zweiter Stock hinter einer Sicherheitstür. Ach, der ist schon tot. Wie toll. Kommen wir da rein? Ghost, wenn du den Strom für Sicherheitssystem kappst, kann ich die Tür von hier aus öffnen. Klar, verstanden. Selbst wenn wir Romanova kriegen, wird das Conny nicht stoppen. Die geben erst auf, wenn sie tot sind. Stimmt auch wieder. Soap, du weißt, was zu tun ist. Sauber und unauffällig, Watcher. Meine Spezialität. Ja, das war wirklich unauffällig bis jetzt. Selbstwiederbelebungs-Kit. Ghost, was gibt's Neues zum Strom? Sicherung lokalisiert. Bleib am Ball, Johnny. Die hat so dicke Autos, aber so schlechtes Essen hier rumstehen. Füll nochmal einen Lieferant, Lagebericht! Fast fertig, schön dranbleiben. Die Fenster müssen sie nicht mehr putzen. Machen wir die Tür nochmal zu. Wie schön ist das hier bitte?
Das ist ja krank. Guck mal, hier mit offener Badewanne. Da kannst du schön den Onkel Sippi hier im Wasser rumschleudern. Und alle sehen dich. Du kannst hier vorm Fenster stehen, kannst den Helikopter machen und es juckt hier keinen, weil es deine verschissene Insel ist. Alter, boah, das ist ja... Es gibt sogar noch eine Tasche. Entschuldigung, das war ich nicht. Die Explosion, da kann ich nichts für. Die Drohnen wollen doch hier nicht rein, oder? Alter, ist das bitter. Komm, jetzt stell dir mal wirklich vor. Du kommst hier, keine Ahnung, abends, wie geht das auf? Danke. Was? Danke. Oh. Du kommst hier rein, nackt, auf deiner eigenen Insel, stehst hier so nackedeimäßig vorm Fenster, so machst den Helikopter so. Es juckt einfach keinen. Es juckt keinen. Hier, wenn wir das hier machen würden, boah, gleich verhaftet, Anzeige, Polizei, Politik. Aber hier, stell dir vor, du sitzt hier wirklich so, zack. Oh, guckt euch die Aussicht an. Gut, das hier könnte man noch wegmachen, damit man da noch ein bisschen mehr sieht. Aber jetzt so mit Sonne müsst ihr euch das vorstellen. Jetzt ist alles düster, damit die Geschichte besser wirkt. Aber so mit Sonne oder auch da mit Sonne und boah. Ja, da sehe ich mich. Oder auch hier, wie schön. Du liegst hier, schläfst oder chillst. Hast hier so ein Feuer und boah. Gut, darüber wäre jetzt bei mir wahrscheinlich ein dicker Fernsehen. Aber trotzdem, wie entspannt ist das denn? Boah, schön. Aber jetzt müssen wir wieder weiter unsere Mission machen. Wir sind leider nur Soldat geworden und können hier leider nur ein paar Leute töten. Wir können uns so eine Butze hier nicht leisten. Ich mach mal die Tür aber anständig zu. Oh. Ein bisschen sehr viele Fenster. Es muss ja nicht in allen Räumen sein, ne? Es gibt ja vielleicht auch Dinge, wo man ein bisschen Privatsphäre zu haben will. Alter, überall hier klein, große Kamine, so Feuerdinger. Ist ja unfassbar. Jedes Buch ist doppelt und trotzdem kann man sich sowas leisten. Sich nicht merken können, welches Buch man schon hat, weil hier ja alle doppelt und dreifach sind, aber eine dicke Butze, ne? Das erklärt vielleicht aber auch, warum in jedem Raum so ein Teil hier ist. Haben vergessen, dass schon in irgendeinem Raum so ein Teil ist. Und dann haben sie trotzdem hier alles doppelt und dreifach. Aber hier gibt es eine gute Flimmerkiste. Schön. Machen wir die Tür wieder zu. So. Eine dicke Statue. Der Strom ist aus. Ich doch komme rechtzeitig. Mach das Schloss an Milenas Tür auf, Laswa. Bin dabei. Moment. Die Tür ist offen, Jungs. Wir sind drin. Jetzt schwimmt noch mal was. Rein da, Johnny. Ja, chill doch. Wenn du das hier sehen könntest, würdest du nicht so hetzen. Oh, da unten ist noch eine Kiste, die wir vergessen haben. Irgendwo. Geh rein, Sob. Zeit für ein Gespräch. Warte. Mit ich sag's euch, wenn ihr das hier sehen würdet, würdet ihr nicht so hetzen. Glaubt mir. Noch ein tiefer wahrscheinlich. Romanovas Tür ist entriegelt. Halt die Klappe. Da unten bestimmt. Da. Im Fitnessraum. In den Raum. Wir treffen uns drin. Könnte man noch durchaus sehr, sehr viel mehr reinbauen, ne? Und reinmachen, aber so an sich ist das ja schon wirklich... Das ist... Boah. Krank. Wenn man bedenkt, dass manche wirklich so leben.
Ich natürlich auch, aber das kann ich euch ja nicht erzählen. Jetzt denkt ihr noch, ich wäre abgehoben. Geh rein, Sob. Zeit für ein Gespräch mit Romanova. Die steht auf jeden Fall auf Pferde. Auf Pferde und auf harte Figuren. Scheinbar auch auf lange Stäbe. Ja, das ist eine komische Kombi. So, dann wollen wir der Prinzessin nochmal Hallo sagen. Hallo Prinzessin, dein Traumprinz kommt. Spezialeinheit, Hände hoch! Hey Baby! Sitzen! Fick dich! Dich! Setzen Sie sich, Milena! Wo ist Ihr Boss? Ich habe keinen Boss. Niemand gibt mir Befehle. Wie läuft es, Jungs? Sie will nicht reden. Das wird sie gleich. Geben Sie mir Ihre Hand. Wieso? Oder du hackst sie ab? Ist nicht mein Stil, aber seiner. Wozu die Maske? Um mein Gesicht zu verbergen. Wir sind drin. Nichts in meinen Bankdaten bringt euch näher zu Wladimir. Das werden wir ja sehen. Mehrere Konten der Conny-Gruppe, gut verschleiert. Diverse neuliche Überweisungen an das Lordaia-Gefängnis. Der Gulag. Geld für Makarovs Flucht. Geld öffnet Türen. Lass uns doch ein paar Rubel aus Makarovs Kasse nehmen. Erledigt. Sag Bescheid, ob wir einen Nerv getroffen haben. 85 Millionen von Makarov transferiert auf ein CIA-Schwarzkonto. Wladimirs Werk ist schon vollständig bezahlt. Ihr seid nicht sehr gut darin. Sie auch nicht. Alle ihre Leute sind tot und ihre Konten weit offen. Überhaupt nur Makarovs Zukunft, nicht meine. Oh, so. Hörst du das? Oh ja? Dann müssen wir wohl persönlich werden. Wir müssen hier bald weg. Beeil dich oder wir nehmen sie mit. Schweizerische Nationalbank. Das ist ihr privates Konto. Stimmt's? Das Geld wurde kaum angerührt. Was wird es? Ты за кого, сука, себя принимаешь? Wir scheinen ihren wunden Punkt gefunden zu haben. Lehren wir es. Trau dich das bloß nicht. Stimmt etwas nicht, Frau Romanova. Ich kenne nicht Makarovs Pläne. Ich bin ein Finanzier. Nicht weiter. Gib ihm deinen Abdruck. Oder zeigen Sie uns den Weg zu Makarov. Fickt euch. Und den kleinen Vogel in eurem Ohr. Das Konto ist mein Geld. Ich kämpfte dafür, mein Verdienst. Noch ein bisschen und wir haben sie. Letzte Chance, sonst übernimmt er. Er wird wissen, dass ihr hier wart. Ohne mein Geld bin ich so gut wie tot. Ich brauche mein Geld. Dann brauchen wir Makarov. Wo ist er? Vostok! War doch ganz einfach. Es gibt eine Überweisung an Vostok Capital in St. Petersburg. Wladimir kauft verlassene Immobilien. Ich weiß nicht, was er damit macht. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ich sehe sie. Mehr brauchen wir auch nicht. Es war mir ein Vergnügen. Nettes Gespräch. Nicht nur reich, sondern auch klug. Ich habe meine Traumfrau gefunden. Wird er es euch nicht gewähren? Und wie gibt's schon von du? Von mir aus, der Ort ist heiß. Dann ist es bestimmt weniger. Das ist Shadow, можно сломать. Сломать можно, как угодно. Если не Shadow добрались до Милены, то кто? Прайс. Вся его королевская рать. Не без помощи Шэдоу. Это просто взаимовыгодное отношение, уверяю тебя. Нам надо немедленно проработать информацию, полученную от Леннопа. Поручите это мне. Нет. Ты мне нужен здесь. Дивиде Тимпер. Раз они нашли Милену, они могут найти и нас. А вы думаете, им что-то еще известно? Считай, что известно, я безвреден. Если они придут, то мы их встретим. Я хочу, чтобы все знали, что мы ни перед кем не остановимся. Мужчиной они, женщиной или дети. Ясно? Предельно ясно. Если разведданные от нашего друга Shadow подтвердятся, ты первый об этом знаешь. А если нет? Убей его, блядь!
Wir haben Romanova gebrochen. Wie? Erweitertes finanzielles Verhör. Shepards Infos waren gut. Sind jetzt unsere. Was haben wir Brauchbares gekriegt? Eine von Romanovas Strohfirmen kaufte einen verlassenen Apartmentkomplex in St. Petersburg für die Conny-Gruppe. Wann? Vor kurzem. Ein Conny-Außenposten. Schätze ich auch, Captain. Ich habe jetzt den Standort. Satellitenbilder zeigen einen Bergungsballon auf dem Dach. Den braucht man nur, um schnell etwas wegzuschaffen, das niemand finden soll. Oder jemanden. Der Komplex ist ein Labyrinth. Gers arbeitet sich nach oben. Ich behalte das Dach im Auge. Und die Extraktion? Heli ist zu riskant. Ihr müsst euch alles schnappen, was ihr kriegen könnt. Nicole durch per Starflügler. Der Ballon. Skyhook. Wenn Makarov da ist, schnappt ihn Bravo. Sechs am Watcher, Drohne ist aktiv. Du solltest Sichtkontakt haben. Im Blick, John. Mehrere Conny-Truppen auf dem Dach des nördlichen Gebäudes. Keine Spur von Makarov. Er ist unser Junge, der Hofheld. Scheint dir das Sagen zu haben. Überprüfe. Mal sehen, ob wir ihn identifizieren können. Verstanden. Gers, bist du in Position? Das haben die nicht gesehen Gut. oder gehört? Sehen wir wen und was wir hier finden. Kommt nicht mit leeren Händen zurück. Watcher Ende. Bestätigt. Bin bereit. Hochhaus. Gers, rück vor. Sag Bescheid, wenn du den Aufzugsschacht erreichst. Oh, der Pumpkin. Roger, bin unterwegs. So, wir werden uns mal kurz hier hinhocken. Freunde, ich fand wieder, das war eine gute Folge. Sie hat Spaß gemacht, extrem Spaß gemacht. Das Haus war ja ein Monster. Die Alte war ein Monster. Was? Die Alte war natürlich ganz okay. Ne, ich meine, sie war hübsch, sie hatte Geld, sie hatte ein Anwesen. Das ist jetzt nichts, wo man scharf drauf sein müsste. Ne? Ja, ihr wisst, was ich meine. Es hat wirklich Spaß gemacht, war eine coole Folge, auch wie sie sich dann verhalten hat. So. Vielleicht wird sie auch von ihnen einfach extremst unter Druck gesetzt, dafür gut aber bezahlt. Dennoch keine Freiheit. Ich meine, wo will die Alte hin, Alter? Die ist irgendwo auf einer einsamen Insel, beschützt von 500.000 Menschen, gefühlt. Die wird mehr bewacht als die Menschen im Knast, Alter. Und ja, na gut. Okay, wir machen gleich im Hochhaus weiter, beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen direkt wieder. Freunde, ciao, ciao.